Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich wieder eine Gewürzmischung herstellen. Es gibt eine Cajun-Gewürzmischung, die passt wunderbar zu Geflügel, ja, allem möglichen Fleisch, Meeresfrüchte, Fisch, Gemüse. Die kann man eigentlich überall nutzen. Ist etwas schärfer als die Magic Dust Gewürzmischung. Ich habe mir mein Gewürzkarussell hier schon mal aufgebaut. Es sind heute ein paar mehr Gewürze als beim Magic Dust. Es ist hier aber auch deutlich schärfer als das Magic Dust. Ja, dann werde ich mal anfangen, das Ganze jetzt hier zusammenzurühren. Ich fange mal an mit dem Pfeffer. Das sind hier 4 Esslöffel bunter Pfeffer, den habe ich gerade frisch gemahlen. Dann habe ich hier 2 Esslöffel Chilipulver. Dann kommt 1 Esslöffel Knoblauchpulver. 1 Esslöffel Zwiebelpulver. 1 Esslöffel Thymian, den habe ich noch mal ein bisschen so im Mörser ein bisschen kleiner gemacht. Dann 1 Esslöffel Senfpulver. Dann 1 Esslöffel Oregano. Das habe ich auch noch mal ein bisschen mit dem Mörser bearbeitet. Dann 1 Esslöffel Koriandersamen. Das gibt so ein bisschen was Frisches dann dazu. Und dann kommen noch 2 Esslöffel Salz damit zu. Und dann habe ich hier noch in den kleinen Näpfchen zum einen Kreuzkümmel, zum anderen Fenchelsamen, das ist jeweils ein halber Teelöffel gewesen und noch mal eine Spur Zimt. Ja, das ist eine gute Messerspitze. Und wenn das Ganze dann im Schüsselchen ist, kann das alles schön durchgerührt werden. Man könnte das jetzt auch irgendwie so ein bisschen geschichtet in einem Glas herrichten und das dann so verschenken. Das braucht dann bloß noch durchgeschlägt werden. Das sieht auch immer ganz nett aus. Das ist eine tolle Idee. Und für ja, Grillliebhaber oder Liebhaber der etwas schärferen Küche ist das wirklich genial. Und wenn dann alles gut durchgemischt ist, dann gebe ich das erstmal hier in so ein kleines Näpfchen. Das ist die Menge, die ich heute noch brauche. So, was hier noch ist, das mache ich mir jetzt hier in ein Glas rein. Ist nicht mehr ganz so viel, vielleicht hätte ich die doppelte Menge machen sollen. Aber gut, das reicht mir. Habe ich noch einen kleinen Vorrat und kann damit noch ein bisschen rumexperimentieren. Ja, das war's soweit. Ja, wie gesagt, ich werde damit jetzt einmal Krabben machen und zum anderen Drumsticks, also Unterkeulen vom Hähnchen. Die Rezepte in den nächsten Tagen dann nochmal zeigen. Ja, ich sag mal viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Immer einen guten Appetit und vielleicht bis bald. Tschüss!